Yo, was geht ab, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu FIFA 16 mit Deutschland. Ja, weiter geht's heute bei der Europameisterschaft 2016 in Frankreich. Der zweite Spieltag in der Gruppenphase steht an, und zwar müssen wir heute gegen die Türkei, also ein wirklich sehr, sehr starker Gegner. Wir schauen mal auf unsere Gruppe, wir sehen schon, wir haben die absolute Hammergruppe gezogen mit Italien, der Türkei und der Niederlande. Am ersten Spieltag konnten wir allerdings gegen Italien mit 1:0 knapp gewinnen. Und ja, wenn wir heute gegen die Türkei die 3 Punkte holen, dann sind wir bereits sicher für die K.O.-Phase, also fürs Viertelfinale qualifizieren. Das ist natürlich unser Ziel am heutigen Tag. Und wir sagen, jetzt gehen wir auch schon rein ins Spiel. Deutschland gegen die Türkei, es wird ein sehr interessantes Spiel werden. Wir freuen uns darauf, jetzt geht's los. Wir freuen uns auf ein spannendes Spiel. Los geht's! Und damit herzlich willkommen zurück zur Europameisterschaft hier 2016 aus Frankreich. Ja, der zweite Spieltag in der Gruppenphase steht an. Und wir freuen uns wieder mal auf ein spannendes Spiel. Im ersten Spieltag gab es schon eine Hammerbegegnung. Deutschland gegen Italien. Die deutsche Fußballnationalmannschaft konnte sich damit 1:0 gegen die Italiener durchsetzen. Heute müssen die Deutschen gegen die Türkei ran. Ein Gegner, der definitiv nicht zu unterschätzen ist. 2008 war es, glaube ich. Müsste 2008 gewesen sein. Deutschland gegen die Türkei im Halbfinale der Europameisterschaft in Österreich und der Schweiz. Knapp haben es die Deutschen damals geschafft. Damals noch Philipp Lahm dabei gewesen mit dem goldenen Tor. Ja, das war ein extrem spannendes Spiel. Damals ist Deutschland ins Finale gekommen, da allerdings gegen die Spanier ausgeschieden. Und heute geht's also auf ein neues. Die Türkei will weiterkommen. Sie haben am ersten Spieltag ihr Spiel gegen die Niederlande. Einen Punkt haben sie da geholt. Und deswegen haben sie auf jeden Fall Hoffnung, dass das was werden könnte. So, jetzt erstmal die beiden Nationalhymnen. Und wir sehen schon, Deutschland etwas verändert. Also es gibt ein paar Veränderungen heute in der Startaufstellung. Mats Hummels ist zum Beispiel nicht mehr dabei. Dafür Mustafi heute auf dem Platz. Und Eric Durm sind wir hier. Er ist auch mit dabei. Dafür Marcel Schmetzer nicht in der Startformation. Aber das werden wir jetzt gleich mal in ganzer Ruhe an der Startaufstellung sehen. So, hier die Aufstellung der Türkei. Wir sehen schon, der Topstar Arda Turan nur auf der Bank. Dem hier vorne Erdogan links. Töre rechts. Calhanoglu zentral. Nuriçay und Özyakup vor der Abwehr. Also es wundert mich echt, dass Arda Turan heute nicht von Beginn an bei der Türkei aufläuft. Naja, mal schauen, was sie formen. So, hier die Aufstellung von Deutschland. Wir sehen schon Müller mit Götze wieder vorne. Özil rechts. Julian Draxler links. Reus nicht ganz fit geworden. Schweine und Gündogan vor der Abwehr. Also Groß auch nie mit dabei. Ja, 4 Veränderungen bei Deutschland. Mal schauen, ob das sich negativ aufwirkt. Jerome Boateng macht sich nun ordentlich fit. Und die Türkei ist natürlich auch so fit. Und jetzt legen wir also los. Der Schiri kommt aus England und jetzt beginnt also der zweite Spieltag in der Gruppenphase. Anschluss gibt's für Deutschland. Und wir freuen uns auf ein spannendes Spiel mit hoffentlich vielen Toren. Aber garantieren können wir das natürlich keinesfalls. So. Die Türkei ist kein Gegner, den man unterschätzen darf. Das haben schon viele Mannschaften, vor allem in der Qualifikationsphase, gemerkt. Und jetzt Eric Durm. Durm muss hier in den Zweikampf gehen, fängt den Ball souverän nochmal ab und Mustafi schnappt sie mal. Mustafi, weiter geht's zu Eric Durm. Die Türkei greift früh an. Deutschland muss jetzt auf jeden Fall mal in diesen ersten Minuten ein bisschen aufpassen. So, Julian Draxler am Ball. Verliert den Ball, geht nicht ins Aus. Und erster Ballbesitz nun für die Türkei. Da ist Hakan Calhanoglu. Weiter geht's zu Günül. Calhanoglu bekommt den Ball zurück. Natürlich, es kennen sich sehr, sehr viele aus der Bundesliga. Hakan Calhanoglu ist ja bei Bayer Leverkusen. Die kennen da viele. Erste Flanke jetzt in die 16er von Deutschland, aber Manu Neuer ohne Probleme pflückt sie diesen Ball souverän runter und jetzt Mesut Özil am Ball. Weiter geht's zu Mustafi. Jetzt wieder Ilkay Gündogan. Gündogan außen ist Benedikt Höwedes. Und Höwedes, ja, man sieht schon, die Deutschen tun sich bis jetzt sehr schwer. Finde ich souverän eine Lücke, weil die Türkei sehr früh angreift. Schweinsteiger auch wieder hart attackiert, aber jetzt fangen wir die Chance. Eric Durm, weiter geht's zu Julian Draxler. Weil der muss auch wieder abdrehen, weil die Türkei einfach gut bis jetzt steht. Aber jetzt fällt die Chance. Da ist Ilkay Gündogan am Ball. Ilkay Gündogan, vorne ist Thomas Müller. Müller jetzt im 16er. Thomas Müller. Müller geht hier im ersten Teil. Thomas Müller mit der Chance. Und die erste ganz große Chance also für Deutschland. Thomas Müller. Aber der Torhüter der Türkei müsste ein Kifrak sein, der da im Tor steht. Souverän dazwischen. Jetzt riskante Aktion hier. Aber die Türkei kann sie erstmal aus der eigenen Verteidigung befreien. Jetzt Töre am Ball.
Akteure. Ab geht's nach vorne. Verfolgt von Eric Durham. Durham zieht natürlich ordentlich am Trikot, aber der kommt Töre da nicht hinterher. So, Flanke fliegt die Meter rein. Kommt gut, aber wird souverän geklärt. Und jetzt Götze leitet den Ball direkt weiter zu Thomas Müller. So, nächste Aktion jetzt von Deutschland. Thomas Müller lässt den Gegenspieler schon mal stehen. Jetzt geht's weiter zu Gündogan. Gündogan zu Julian Draxler. Draxler zieht die Mitte rein. Julian Draxler zu Götze. Götze wieder zu Draxler. Nein, zu Schweinsteiger. Und er macht es nicht. Bastian Schweinsteiger mit der Riesenchance hier zum 1:0 in der 17. Minute. Und er trifft den Ball nicht richtig. Wurde auch natürlich ein bisschen geschoben vom Gegenspieler. Aber das war eine Riesenchance, die was hier Bastian Schweinsteiger liegen lässt. Hammerding. Aber schön herauskombiniert mit Müller, Götze, Draxler. Und zum Schluss Schweinsteiger. Dem fehlen einfach ein paar Zentimeter hier. So, nächste Aktion hier von Deutschland. Hart attackiert wieder Ilke Gündogan. Schiri lässt weiterlaufen. Die Türkei schnappt sie bei. Nuri Şahin jetzt am Drücke. Spielt den Ball erstmal zurück in die eigene Abwehr zu Gülüm. Der zu Gönül. Der sieht Töre. Töre zu Özyakup. Und schön gespielt auch hier von der Türkei. So, jetzt Töre. Töre gegen Mustafi. Mustafi setzt sich durch. Allerdings gibt es einen Einwurf für die Türkei. So, da kommt Hakan Çalhanoğlu aus dem Zentrum raus. Jetzt Töre am Drücker. Töre, Flanke ist nicht schlecht. Und Manu Neuer muss sein höchster Not ran. Schafft es gerade noch so vor dem Gegenspieler ranzukommen. Und jetzt fast ein Fehler hier von Erkin. Aber es ging nochmal gut. Und die Türkei macht hier weiterhin Druck. Über Töre. Wieder der hohe Ball in die Mitte. Und diesmal nicht gut geklärt, aber Erdogan kann da nicht viel draus machen. Wieder die Flanke in der Mitte und Manuel Neuer souverän dazwischen. So, weiter Abwurf nach vorne. Kommt aber nicht an bei Thomas Müller. Die Türkei macht weiterhin extrem viel Druck. So, gut gespielt, gut geklärt. Mario Götze auf dem Weg nach vorne. Sieht und Thomas Müller. So, jetzt natürlich wieder viel Platz für Deutschland. Müller hart attackiert, sehr, sehr hart. Er bleibt da erstmal angeschlagen liegen. Spieler weiter, Müller steht wieder. Und ihm geht's gut. So, Thomas Müller bekommt er gleich den Ball, aber sofort wieder mit dem Ballverlust. Schweres Spiel steht hier an für Deutschland. Die Türkei geht mit Körpereinsatz in diese Zweikämpfe. Sie kämpfen um alles. Ja, wenn sie heute verlieren, dann sieht es für die Türkei auch sehr mau aus. Wenn man das mal so sagen darf bei der Europameisterschaft. Jetzt hören wir das. Ab geht's nach vorne. Ballverlust hier bei den Deutschen. Und wieder geht's schnell bei der Türkei über dem hier. Da ist Nuri Şahin. Erkin, weiter geht's wieder zu Şahin. Schönes Doppelpassspiel. Die Türkei lässt den Ball aber auch ganz schön gut laufen. Jetzt Özyakup. Weiter geht's zu Gönül. Gönül, ab geht's nach vorne. Da ist Töre. Töre wieder zu Gönül. Gönül wird da ein bisschen gezogen, fällt aber nicht. Und die Türkei belauert den 16er der Deutschen. Er ist Gönül. Gönül gegen Eric Durm. Durm souverän mit der Grätsche dazwischen. Und Manuel Neuer wird das Spiel sofort schnell machen und findet Mesut Özil. So, 34 Minuten sind gespielt in der ersten Halbzeit, immer noch 0:0. Und für Deutschland gestaltet sich diese Begegnung als sehr, sehr schwierige Aufgabe. Aber vielleicht jetzt mal die Chance. Wieder Schweinsteiger in den nächsten 16. Schweinsteiger zu Thomas Müller. Müller mit der Chance. Thomas Müller! Und er kommt und er kommt und dann springt! Dann springt Ilke Gündogan, müsste glaube ich gewesen sein. Ja, Ilke Gündogan kommt nicht mehr an diesen Ball ran. Gute Chance hier und Glück für die Türkei, dass Gündogan nicht ein paar Zentimeter größer ist. So, jetzt Eckball Deutschland. Da ist Mesut Özil. Legt vor für Götze. Götze, das soll eigentlich zu Gündogan kommen. Ilke Gündogan wieder zu Götze. Mario Götze verliert hier den Ball. Und Müller setzt nochmal. Thomas Müller nochmal mit der Chance. Und trifft hier den Kopf von Kaya, müsste es sein. Oder zumindest irgendwie die Schulter irgendwas hat getroffen. So, Ecke für Deutschland. Kurze Variante wird angepeilt. Da kommt Gündogan. Gündogan, da läuft Mario Götze jetzt in den 16 rein. Götze, weiter geht's zu Schweinsteiger. Schweinsteiger ist die Draxler. Julian Draxler, zu harmlos. Zu harmlos, trifft dann nur den Gegenspieler. Und dann ist Kifrak der Torhüter der Türkei souverän zur Stelle. So, vorne Demir am Boden. Was da genau war, weiß ich nicht. Auf jeden Fall geht's weiter. Töre holt sie den Ball. Töre mit dem Ball nach vorne. Bekommt den Ball nicht mehr zurück, weil Schweinsteiger sehr gut stört. Und jetzt für die Chance. Da startet Mario Götze, aber der Laufweg, der passt nicht, wie Bastian Schweinsteiger gedacht hat. Schade. Gute Chance hier leider hergeschenkt nach souveränem Ballgewinn von Schweinsteiger.
So, 44. Minute läuft immer noch 0:0. Deutschland tut sich extrem schwer, weil die Türkei auch gut mitspielt. So, Thomas Müller, nächste Aktion, wieder gestoppt. Müller hat da vorne alleine ein extrem schweres Spiel. Alleine hat er momentan noch absolut gar keine Chance gegen diese sehr starke türkische Abwehr. Und jetzt Gündogan. Nach Ballverlust der Türkei in der guten Chance. Gündogan, weiter geht's zu Schweinsteiger. Schweinsteiger außen ist jetzt Draxler mit dabei, Julian Draxler. Draxler schickt Schweinsteiger und er wird abgelaufen. Und das war's mit der ersten Halbzeit hier aus Frankreich. Ausgeglichenes Spiel am heutigen Tage zwischen Deutschland und der Türkei. Deutschland tut sich extrem schwer. Müller mit 3 Schüssen Richtung Tor, allerdings mit keinem Erfolg dabei. So steht's zur Halbzeitpause 0:0. Ja, wir freuen uns auf jeden Fall auf eine zweite Halbzeit, die ziemlich spannend werden wird. Und dann schauen wir auf die Halbzeitbilanz. Die Türkei, echt, haben die keine Chance gehabt. Ich glaube, da hat sich FIFA ein bisschen verzählt. So, fitnessmäßig schaut es nicht mehr so gut aus. Schweinsteiger ist schon ein bisschen am Ende. Das heißt, wir werden wechseln. Und wir bringen einen ganz Jungen. Und zwar ist der Junge Geis. Jetzt bin ich gar nicht ganz sicher, wie heißt der mit Vornamen überhaupt? Geis? Heißt der Sebastian? Ich hoffe, der heißt Sebastian. Ich nenne einfach mal Geis. Und jetzt geht's also weiter. Erster Wechsel bei Deutschland. Johannes Geis. Shit. Johannes Geis. Tut mir leid. Bastian Schweinsteiger bleibt auf jeden Fall draußen. Johannes Geis neu auf dem Platz jetzt bei Deutschland. Und jetzt geht's hier also weiter. Zweite Halbzeit geht los. Anstoß gab's für die Türkei. Der Ball rollt wieder im Stadion. Und jetzt freuen wir uns also auf eine zweite Halbzeit, die hoffentlich ein paar Tore im Petto hat. Denn das wäre schon sehr, sehr schön. Und hier erstmal Eric Thurm holt sich den ersten Ball für Deutschland. Spielt einen riskanten Ball in die Mitte. Hakan Şanoğlu riecht den Braten, aber Deutschland kann sich mit höchster Not hier befreien. Und Geis, harter Einsatz hier von Johannes Geis, weiter geht's zu Demir. Demir mit dem Lupfer in den Sätzen, aber da ist nur Hövedes und Hövedes. Das schätze ich ja fast ein bisschen. Und jetzt Freistoß für Deutschland und jetzt gibt's glaube ich auch die erste Gelbe. Jetzt gibt's die erste Gelbe, ja. Erste gelbe Karte für Yusuf Erdogan. So. Freistoß jetzt anschließend für Deutschland. 40 Minuten sind noch zu spielen, 0:0. Wäre jetzt kein absoluter Untergang für Deutschland, wenn das hier 0:0 ausgeht. Allerdings bräuchte man da im letzten Spiel gegen die Holländer unbedingt Punkte. Und sonst wird das Ganze sehr, sehr knapp. So. Die Türkei kommt auf jeden Fall über Nuri Şahin. Gegen Hövedes. Und er hat gezogen. Er geht zu Erdogan. Der hat ein bisschen zu viel Platz jetzt im 16er. Deutschland greift extrem gut an. Aber da kommt die Hereingabe und Manuel Neuer ist hier zur Stelle. So, Neuer, was macht er draus? Bringt den Ball weit nach vorne. Müller kann sie im Kopfball nicht durchsetzen. Und die Türkei macht bis jetzt eine sehr gute zweite Halbzeit. Also Deutschland tut sie extrem schwer, ins Spiel zu kommen in dieser zweiten Halbzeit. Weil die Türkei extrem gut drauf drückt. So, jetzt Geis mit dem ersten Ballgewinn auf seiner Seite. Und jetzt holt er sich Gündogan. Ilkay Gündogan. Jetzt vor allem mit der Chance. Gündogan mit dem Ball auf die Flügel. Da ist Mario Götze. So, jetzt vielleicht die Chance da für Deutschland. Über Mario Götze. Jetzt im 16er Mario Götze. Götze zieht nochmal weg. Götze! Und dann kommt Geis! Und dann wird abgefälscht der Ball und geht nicht ins Tor. Ein Kiefrag ohne Probleme. Sieht den Ball und fängt ihn souverän ab. Weiter geht's wieder mit der Türkei. Über Hakan Şalhanoğlu. Es ist Demir, unten ist Erdogan. Fehlpass hier. Deutschland ist sofort wieder im Angriff. Da startet Götze. Gut gesehen, aber da ein bisschen Probleme bei der Ballannahme. Egal, da geht Geis mit. Nächste Schall. Johannes Geis! Ja, er ist eben kein waschechter Stürmer. Er ist halt eher mehr so der defensive Mittelfeldmann. Aber kein Stürmer. So. Wieder die Türkei. 27 Minuten sind noch zu spielen. Immer noch 0:0. Das wird eine richtig spannende Angelegenheit. Töre. Hängt hier Gündogan ab. Die Flanke geht in die Mitte rein. Aber Manu Neuer, ey. Neuer angegangen hier von Demir. Spiel läuft weiter. Da ist Gündogan. Weiter geht zu Jerome Boateng. Boateng, der wieder zu Geis. Geis hat sie hier in diese Halbzeit sehr gut reingespielt. Weiter geht es hier zu Gündogan. Gündogan, ah, die Türkei steht gut. Die stehen einfach gut. Da ist wenig durchkommen. Jetzt Mesut Özil. Özil, weiter geht es zu Götze. Fehlpass. Und Götze zieht da gleich mal ordentlich am Trikot. Und die Türkei lauert jetzt natürlich auf die Konter. Über hier zum Beispiel, da ist Töre. Und dann kommt auch schon wieder der Ballverlust. Mustafi ist dazwischen. Weiter geht es zu Hövedes. Der sieht aus wie der Mesut Özil.
Und Özil macht sie auf den Weg nach vorne. Da ist Geis. Geis wieder zu Müller. Müller zu Özil. Deutschland im guten Tempo jetzt nach vorne. Mesut Özil. Özil probiert es alleine. Özil will den Ball durchstecken zu Geis. Das ist ein bisschen zu kompliziert. 20 Minuten noch. Deutschland verzweifelt. Und die Türkei lauert auf den entscheidenden Konter. Und den dürfen die Deutschen einfach nicht hergeben. Jetzt Erik Durm. Nächster Ballgewinn hier. Erik Durm mit dem langen Ball nach vorne. Ins Aus, ins Aus. Das gibt's nicht. Uiuiui, in der zweiten Halbzeit läuft nicht mehr so viel zusammen bei Deutschland. So, Wechsel jetzt bei der Türkei. Mali kommt, Hakan Çalhanoğlu geht raus. So, und auch bei Deutschland soll sich nochmal was tun. Marco Reus und Karim Bellarabi kommen neu ins Spiel rein. Mario Götze und Julian Draxler gehen raus. Es soll sich nochmal was rühren. 15 Minuten bleiben hier noch für eins der beiden Teams, um endlich ein Tor zu schießen. So, jetzt Einwurf erstmal für die Türkei. Mal schauen, ob Reus oder Bellarabi hier noch eine Chance kriegen, sich zu zeigen. Erste Chance ist auf jeden Fall erstmal für die Türkei über Nuri Şahin. Weiter geht's zu Erdogan. Der sieht außen Töre im Lauf durch gegen Erik Durm. Diesmal setzt sich Durm durch. Weiter geht's zu Johannes Geis. Der sieht Ilkay Gündogan. Und jetzt erstmal zu Marco Reus. So, Reus. Zum ersten Mal einen Ball in diesem Spiel. Reus versucht hier erstmal Platz zu verschaffen. Bringt die Ball erstmal weiter zu Thomas Müller. Müller legt weiter zu Geis. Johannes Geis. Ah, es ist zu eng. Es ist so unglaublich eng. Und die Türkei hat Platz auf einmal ohne Ende. Sie müssen es nur gut ausspielen. Aber dann kommt der nächste Fehlpass. Ja, die Türkei schenkt schon mittlerweile zu viele gute Ansätze her. So, Wechsel bei der Türkei. Toprak kommt, Günü geht raus. Letzter Wechsel damit durchgezogen. Bei der Türkei. Oh, hier hart umkämpfter Zweikampf. Nuri Şahin holt sich den Ball. Deutschland tut sich extrem schwer in dieser zweiten Halbzeit. Gündogan passt hinten auch mit auf. Und jetzt Erik Durm. Weiter geht's zu Gündogan. Deutschland stürmt sofort wieder nach vorne. Außen ist Marco Reus. Reus kommt schon. Reus im Lauf gegen Toprak. Reus gegen Toprak. Und Reus wird ins Aus gedrängt. Es ist nicht der Tag von Deutschland am heutigen Tag. So, letzter Wechsel. Arda Turan kommt. Erdogan muss raus. Ist natürlich immer der ganz große Star bei der Türkei drin. Aber bringt das jetzt noch was? Das ist sehr spät, wenn er kommt. Und Deutschland nochmal einen Ball. Jetzt Ilkay Gündogan. Gündogan außen, außen. Da sieht er Marco Reus. Reus! Und er macht das 1:0. 85. Minute. Marco Reus. Reus mit dem 1:0 für Deutschland. Das war sehr knapp vor dem Abseits, hätte ich jetzt mal gesagt. Und Marco Reus lässt sich das Ding perfekt servieren und verwandelt gegen Kifrak. Und Deutschland führt in der 85. Minute mit einem Last-Minute-Tor mit 1:0 durch diesen Mann hier, der vor ein paar Minuten erst eingewechselt wurde. Marco Reus, 85. Minute, Deutschland führt gegen die Türkei. Das ist mein Ding. Reus kommt und haut den Ball rein. Sehr abseitsverdächtig, meiner Meinung nach. Ich glaube, es war knapp vorm Abseits. Und jetzt muss die Türkei natürlich was tun. Jetzt müssen sie was tun. Und Deutschland bekommt die Räume zum Konter. Über Karim Bellarabi. Frisch im Spiel. Hat natürlich nur mehr Kraft. Wird erstmal gezogen. Er ist ihm egal. Er setzt sie durch. Bellarabi zu Müller. Und das muss die Entscheidung sein. Das muss die Entscheidung sein um Müller. Lässt hier diese Chance zum 2:0 liegen. Kifrak hält die Türkei im Spiel. Klasse pariert hier. Normal macht die Müller rein. Zur Ecke jetzt nochmal für Deutschland. Über Mesut Özil. Özil, der kommt gut rein. Da ist Müller mit vorne. Da kommt ein Gündogan von hinten, aber der kommt nicht zum Abschluss. So, jetzt Kopfball gewinnt. Höwedes da wichtig in der Situation. Dann der Fehlpass. Nochmal die Türkei aufpassen für Deutschland. Da muss das Foul her von Marco Reus, was glaube ich. Und jetzt dauert es natürlich, weil Deutschland alles zustellt und die Türkei muss jetzt zittern. 2 Minuten und oben drauf. Freistoß nochmal für die Türkei. Toprak. Kommt an bei Arda Turan. So, Arda Turan verliert den Ball gegen Höwedes. Klasse gemacht von Höwedes. Und jetzt hat Deutschland die Kugel. Jetzt haben sie nochmal den Ball. Da ist nochmal Geis. Geis, weiter geht's zu Özil. Spiel ist aus. Deutschland steht im Viertelfinale. Die deutsche Fußballnationalmannschaft hat es geschafft. Sie stehen bereits nach dem zweiten Gruppenspieltag in der Gruppenphase, in der K.O.-Phase der Europameisterschaft. Im Viertelfinale heißt es. So, Marco Reus, der goldene Torschütze.
5 Minuten vor dem Ende. Deutschland hat Spannung gemacht. Und zum Schluss ist es dieser eine Moment. Arda Turan wird es mit der Türkei sehr, sehr schwer haben, wenn die noch weiterkommen wollen. Marco Reus lässt sich feiern. Und Deutschland feiert den zweiten Sieg bei der Europameisterschaft. So, das war mal ein knappes Spiel. Also wir schauen uns das Tor gerne nochmal an. Wir können mal schauen, ob es abseits war. Nein, es war gleiche Höhe. Es war gleiche Höhe. Kein Abseits hier von Marco Reus. Regulärer Treffer. Und es war verdammt knapp, dass das Ding gesessen hat. So, hier sehen wir die Chancen. Ja, Deutschland hatte mehr Chancen. Deutlich mehr. Die Türkei war nicht schlecht, aber ihnen hat irgendwie heute der Zug nach vorne gefehlt. Manu Neuer, bester Mann heute. Gündogan auch eine gute Note bekommen. Sonst eher ein bisschen durchwachsen. Und ja, dann schauen wir mal ganz kurz auf die Ergebnisse von den anderen Gruppen. Und wir wollen natürlich wissen, wie sich denn Italien gegen Holland in unserer Gruppe geschlagen hat. So, deswegen simulieren wir ja ein bisschen vor. Und jetzt schauen wir mal ganz kurz auf die Begegnungen vom zweiten Spieltag. Und die gehen irgendwo hier los. Genau, also England gewinnt 1-0 gegen Norwegen. Das bedeutet, England müsste eigentlich fast durch sein. Ungarn gewinnt 2-1 gegen Russland. Damit ist Russland eigentlich so gut wie raus. Mal, wir werden es leider an der Tabelle nur sehen. So, die Niederlande 0-0 gegen Italien. Das heißt, oh Gott, da ist alles offen in unserer Gruppe. Die Türkei führt 1-0 gegen Deutschland. Frankreich gewinnt 13-0 gegen Dänemark. Belgien nur unentschieden gegen Tschechien 1-1. Spanien gewinnt gegen Nordirland mit 2-1. Und Polen setzt ein Ausrufezeichen 5-0 gegen Bulgarien. Das ist meine Ansage. Gut, dann schauen wir ganz kurz auf die Tabelle. Gruppe A sieht hier folgendermaßen aus. England ist auf sehr guten Wege Richtung Viertelfinale. Dahinter Norwegen und Ungarn. Russland hat vielleicht auch noch eine minimale Chance, aber die ist wirklich sehr minimal. Gut, dann haben wir die Gruppe B. Deutschland ist schon mal sicher durch. Dann wird es spannend. Die Niederlande, Italien oder die Türkei. Wer schafft es, hinter Deutschland hier weiterzukommen? Es ist alles komplett offen. Deutschland beim nächsten Mal gegen die Niederlande. Italien gegen die Türkei, es ist alles offen. Mal schauen, wer es da schaffen wird. So, Gruppe C dann mit Frankreich und Belgien. Die Wasser im letzten Spiel gegeneinander spielen müssen und Tschechien muss gegen Dänemark. Das heißt, wenn Tschechien gewinnt, dann können sie vielleicht Frankreich oder Belgien rausschmeißen. Es wird sehr, sehr spannend werden. Dann die Gruppe D, mittlerweile mit Tabellenführer Polen vor Spanien, weil Polen gerade 5-0 gewonnen hat. Ja, Spanien und Polen souverän weiter. Die müssen am letzten Spiel da gegeneinander. Mal schauen, wer da weiterkommen wird. Als Gruppensieger. So, hier schauen wir mal die Top-Träger rein. Lewandowski schon mit 4 Toren nach 2 Spielen. Wahnsinn. Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss für heute. Beim nächsten Mal sogar gegen die Niederlande. Und ja, ich würde sagen, machen wir Schluss für heute. Danke fürs Zuschauen an dieser Stelle. Macht's gut, bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal. Ciao.